Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Die Macher haben schon wieder geupdatet. Das ist Version 1.2.0.3. Also letztes Mal hatten wir 1.2.0.0. Das heißt, es kamen drei Patches seit dem letzten Part wieder raus. Ich weiß nicht, warum die das nicht einfach bündeln, aber die machen immer so Patches und da sind dann so ein paar kleine Bugfixes drin. Und dieses Mal war unter anderem auch für eine Fähigkeit ein Bugfix drin, beziehungsweise nur die Übersetzung wurde anders gemacht, weil letztes Mal stand bei dem Ding hier ja noch, dass man zwei zufällige Artefakte irgendwo kaufen muss. Und da habe ich mich schon gefragt, man kann doch gar keine Artefakte in diesem Spiel kaufen, was meinen die damit? Und ja, jetzt haben die es nochmal anders übersetzt ins Deutsche, und zwar soll man zwei zufällige Waffen einfach nur in einem einzigen Lauf kaufen. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, Leute. Und das werde ich heute auf jeden Fall probieren hinzubekommen. Und dafür habe ich mir schon einen tollen Charakter ausgesucht aus dem Workshop dieses tollen Spiels. Und zwar die Krähe. Der hat von Anfang an 1 von 6 Leben. Also er kann aber zumindest 6 Leben haben, wenn man ein paar Leben einsammelt. Und hat eine Doppelpistole. Er scheint ein bisschen langsamer zu sein als andere Charaktere. Aber dafür hat er sehr viel Potenzial, steht da zumindest. Und ja, mit dem werden wir heute spielen. Ich glaube, der ist nicht allzu OP. Aber vielleicht mal witzig anzugucken. Ich finde sein Design auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Von dem her... Oh Gott, ist das Spiel laut. Von dem her passt das schon. Er ist halt so ein bisschen wie Judas aus The Binding of Isaac, wenn ihr den kennt. Wer den gar nicht kennt, also Judas ist mit The Binding of Isaac genauso. Der hat halt ein Leben. Ist also quasi tot, sobald er einmal getroffen wird. Aber dafür ist er von Anfang an sehr, sehr stark. Und es ist jetzt halt die Sache, dass man mit solchen Charakteren am Anfang natürlich primär auf Leben gehen sollte. Und man muss am Anfang auch ein bisschen, da haben wir schon mal unser erstes Leben. Aber man sollte ein bisschen vorsichtiger spielen, damit man dann sehr cool weit kommt. Minus eine P, wenn du den nächsten Level betrittst. Nope. Denkt Schussrate, Lauftempo oder Waffenschaden. Nein, 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 alles doof hier. Achso, was werden wir heute machen? Wir werden genau dasselbe versuchen wie beim letzten Mal. Heißt, wir werden der Krähe bis zum Verlies keine Artefakte geben. Und wir haben ja jetzt beim letzten Mal schon ganz viele neue Sachen kennengelernt. Bitte lasst mich alle in Ruhe. zum Beispiel, dass das Verlies erst nach der gelben oder roten Ebene kommt. Das heißt, wir müssen drei Bosse besiegen und dann sind wir erst im Verlies drin. Ist also ein bisschen blöd. Schlüssel kaputt geht, das ist in Ordnung. Aber das möchte ich auf jeden Fall heute machen. Ich weiß gar nicht, was bekommt man denn dafür eigentlich? Ich glaube, eine neue Fähigkeit war das. Naja, ich glaube, eine neue Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit hatten wir auch beim letzten Mal freigeschalten. Eventuell werden wir die auch noch irgendwie bekommen. Das wäre auf jeden Fall voll Knorke. Und ich habe auch nochmal in die Errungenschaften reingeguckt. Dieses Spiel hat jetzt nicht so viele Errungenschaften. Und ich möchte schon gerne ein paar Errungenschaften... Also ich möchte eigentlich alle Errungenschaften in diesem Spiel haben. Und eine Errungenschaft ist zum Beispiel auch, dass der Greed-Level oben rechts zu sehen, also oben in der Mitte und dann auf der rechten Seite, das da. Inzwischen sollten die Leute wissen, was der Greed-Level ist in diesem Spiel, oder? Ich habe ja nun schon... Ist ja nicht das erste Video, das ich gemacht habe. Oh, da war so ein goldenes Viech. Habe ich nicht gemerkt. Mist. Leute, ihr habt mich abgelenkt mit dem Greed-Level, weil ich hier immer Sachen erklären muss. Geht gar nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Errungenschaft, dass der Greed-Level auf 10 kommen soll. Und das ist ja nun mal schon möglich, wenn wir jetzt bis zum Verlies keine Artefakte abgeben sollen. Dann könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das wäre ganz schön toll. Das ist auf jeden Fall Ziel von heute. Eventuell kriegen wir das auch noch hin, alle drei Waffen im Laden zu kaufen. Also mit einem Besuch alle drei Waffen kaufen. Warum auch immer ich das bisher noch nie gemacht habe. Aber dafür bräuchten wir halt auch erstmal so 20 Münzen, glaube ich. Verringert dein Lauftempo. Das ist immer scheiße. Aber ich nehme es mal mit. Ja, ja. Oh Gott, okay, wir sind richtig langsam. Das Gute ist, wir haben hier unseren Bauchrubbler. Nenne ich ihn jetzt mal. Oder Bauchrutscher lieber. Bei dem ist das zum Glück egal, wie langsam man ist. Der ist immer gleich schnell. Heißt, wir sollten trotzdem ganz gut zurechtkommen, solange wir keine andere Fähigkeit bekommen. Und da sind wir schon beim ersten Boss. Bei dem können wir zum Beispiel unsere Leben jetzt auch ganz hoch farmen. Weil der macht ja immer diese Zitz. Das ist locker der falsche Name. Ich weiß gar nicht, warum ich die Zitz nenne, aber ich glaube, das sind Zitz. Irgendwoher hatte ich das mal. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich denke, dass er Newt heißt. Habe ich ihn irgendwann mal so genannt? Oder hieß der im Englischen Newt? Ich habe gar keine Ahnung, aber ich weiß im Kopf, dass er irgendwie Newt heißt für mich. So, da ist er weg. Wir haben leider keine Leben gefarmt. Und er hat leider auch keine Leben liegen gelassen. That's really sad. Aber in Ordnung. Zielfernrohr. Ja, Waffenreichweite. Jedes Mal, wenn du ein Herz aufsammelst, verlierst du 3 Münzen. Nee, das ist schlecht. Obwohl, wie viel bringt das? 0,5 nur? Nee, dann nicht.
Gut, damit haben wir den ersten Boss besiegt. Das ist doch schon mal cool. Was gibt's sonst noch? Ich hatte ja auch beim letzten Mal, oh Gott, eventuell angekündigt, dass ein... Oh Mann, ich brauche ein paar Leben. Nein, 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 bitte nicht töten. Oh Gott. Fucking Friedhof, ey. Ich hasse diesen Friedhof. Dass eventuell ein Koop mit dem Dark Hunter kommt. Wir hatten eigentlich für das Wochenende geplant aufzunehmen. Aber daraus wird irgendwie nichts, weil er immer im Stream ist und unsere Aufnahmezeiten sind irgendwie nicht so ganz kompatibel. Na, wir lassen unsere Münzen fallen, wenn wir getroffen werden. Na gut. Und jetzt ist er gerade auf so einem Kindertrip. Also Kinder sind alles. Ich will Kinder, Kinder, Kinder. Und deswegen hat er gerade nicht so viel Motivation auf YouTube, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon zu privat ist oder nicht, aber whatever. Und deswegen kann das eventuell noch auf sich warten lassen, aber es wird bestimmt noch irgendwann kommen. Dann lassen Münzen explodieren, wenn sie verschwinden. Lieber nicht. Gegnern lassen weder Münzen noch Schlüssel, ist auch scheiße. Dann lieber, dass die explodieren, oder? Da muss man halt immer Angst haben, dass man dann selber explodiert. Ich nehm's mal mit. Gib her den Kram. Die Münzen sollten ja, bevor sie verschwinden, auch so komisch aufleuchten, oder? Dann sollte das kein Problem sein. Ich bereue das aber gerade so ein bisschen, dass ich dieses Verlangsamungsding mitgenommen habe. Oh Gott. Vor allem, wieso hat mich dieser eine Typ... Ah, ein Geist! Ein Geist! Ein Geist! Ich war zu langsam für den fucking Geist. Ich hasse alles. Dieses Spiel ist so schwer. Verdreifachter Schaden durch Säure. Das ist mir sowas von egal. Okay, wir müssen diesmal mit den Artefakten wirklich aufpassen. Ich wusste, dass dieses langsame Laufen schlecht ist und habe es trotzdem mitgenommen. Waffenpräzision runter, das ist in Ordnung. Nur 14% runter. Leute, damit komme ich doch klar. Okay, wir werden jetzt ein bisschen schneller durchwaschen, weil immer wieder die erste Ebene zu sehen ist ein bisschen langweilig, finde ich. Gegner verursachen doppelten Schaden. Wirkt ab nächsten Level. Oh, das bringt so viel Greed, aber das wäre auch wieder mein Tod, ne? Bis zum Verlies, doppelten Schaden, ist einfach zu heftig. Alright. Newt ist tot. Und wir kriegen leider immer noch nicht diese neue Fähigkeit. Das ist voll kacke. Du bist auf der Stelle tot, wenn du einen Gegner berührst. Nein, danke. Wenn der erlittene Schaden 3 oder höher ist, wird er auf um 1 verringert. Das ist gut. Ein Schild, der dich vor Geschossen schützt. Nicht so geil, da mag ich diesen Teddybären lieber, der einen wirklich vor allem schützt. Und da sind wir wieder in der... auf dem Friedhof. Okay, so. Diesmal läuft das bestimmt besser, denn diesmal sind wir schneller und haben unsere Rutschi-Dutschi-Fähigkeit. Jetzt kann uns quasi gar nichts mehr passieren. Was soll uns passieren? Gar nichts kann uns passieren. Das nehme ich mit, weil da gibt es auch eine Errungenschaft für. Das war meines Wissens, dass die Waffe ab und zu mal klemmt. Das war dieser komische Kaugummi. Den kenne ich schon. Und da gibt es irgendwie, dass man das 5-mal gleichzeitig haben muss. Und wenn man das hat, also die akkumulieren auch, das heißt, dann bleibt die Waffe häufiger hängen, leider. Aber dann kriegt man auch irgendeine Errungenschaft. Oder eine neue Waffe oder irgendwie sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das irgendwann mal rausgeschrieben habe. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Und diese Ladehemmungen sind jetzt auch nicht so heftig, wenn man nur... Danke, kleiner Geist. Wenn man nur einen davon mit hat. Da komme ich bestimmt mit klar. Oh boy, okay, wir haben jetzt hier... Du kannst keine Fähigkeiten aufsammeln und deaktiviert deine aktive Fähigkeit. Oh boy, ich will beides nicht, aber irgendwie will ich auch beides schon. Brauche ich meine Fähigkeit? Kriege ich noch eine bessere Fähigkeit? Ach egal. Ich nehme beides mit, Leute. Heute ist YOLO-Tag. Oh nein, warum so ein geschwertes Level? Obwohl, so heftig ist das, glaube ich, gar nicht, oder? Man muss nur einen davon töten und dann gibt es eine Kettenreaktion. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schön viele Leben. Also, ja, doch, ein paar zumindest. Was ein komischer Raum. Okay, wir haben ein paar Leben. Den Geist werden wir immer noch nicht mitnehmen. Was haben wir sonst? Klont alle aktiven Gegner, wenn du Schaden erleidest. 1,7 Greed bringt das. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Dann lassen Artefakte verschwinden nach 5 Sekunden. Das ist nicht so geil. Senkt Schussrate ist auch nicht so geil. Aber zumindest ein neues Artefakt. Und volle Leben. Und wir haben auch richtig viel Geld. Oh, wenn wir jetzt mal in den Shop reinkommen, dann könnten wir eventuell alle 3 Waffen kaufen. Ich frage mich jetzt auch, ob man einfach 2 zufällige Waffen auf einmal kaufen kann. Weil die kosten immer nur 3. Kann man die dann nur einmal pro Besuch kaufen oder so oft wie man will? Das würde ich ja schon gerne mal wissen. Und da haben wir schon den Shop. Okay, nur noch das Überleben. Ich habe auf jeden Fall schön viele Leben. Unser Greed-Level ist auch schon richtig schön hoch. Also bei 6. 10 ist auf jeden Fall in Sicht. Könnte machbar sein. Oh Gott, ich hasse diese Mörser-Typen. Können die nicht einfach mal weggehen? Ich hasse Mörser in jedem fucking Spiel.
Und Blazing Beaks ist keine Ausnahme. Ich mag den nicht mal in Bloons. In Bloons CD6 als meine eigenen Tower mag ich die nicht mal, weil die einfach fucking laut sind und nervig. I don't know. So, kann man hier tolle Waffen kaufen? Und zwar zu... Oh, wieso kostet die zufällige so viel? Ich kann nicht alle drei auf einmal kaufen. Naja. Nee, geht auch nicht. Aber ich habe die Schrotflinte bekommen. Ja, geil. Okay, also eine zufällige Waffe haben wir gekauft. Wenn wir jetzt irgendwann im zweiten Shop nochmal eine zufällige Waffe kaufen, dann kriegen wir eine neue Fähigkeit. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Diese Ladehemmungen sind aber doch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Vor allem bei so einer Waffe, die halt schon von sich aus nicht sehr schnell schießt, ist das nicht so geil. Dann muss man nämlich doppelt und dreifach warten. Und es kommt nicht selten vor, dass diese Ladehemmungen zwei oder dreimal hintereinander sind. Gott. I don't like these. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Vor allem, wenn man dann denkt, man stunlockt die so ein bisschen, wenn man sie angreift und dann diese Ladehemmung kommt. Das ist der blödste Moment überhaupt. So, aber ich fühle mich eigentlich recht sicher hier. Wir haben ja, glaube ich, auch irgendwas mitgenommen, dass unsere Reichweite ein bisschen höher ist. Passt also. Mann, ich will die nicht töten. So, was haben wir hier? Hinterlassene Artefakte verschwinden. Nö, minus 1 LP. Wenn deine aktive Fähigkeit aufgeladen wird. Wäre eigentlich möglich. Aber ich glaube, ich brauche jetzt meine aktive Fähigkeit beim zweiten Boss. Deswegen nehme ich das mal nicht weg. Nimmt dir dauerhaft alle Münzen weg, ist auch behindert. Nee, nee. Kann alles da bleiben. Und hallo, Knochi. I don't like you. Ach, ich kann meine aktive Fähigkeit eh nicht einsetzen. Ja, moin, habe ich vergessen. Dann, oh nö. Dann hätte ich das natürlich einfach mitnehmen können. Shit. Vor allem die aktive Fähigkeit wäre bei Knochi richtig gut gewesen. Da kann man nämlich viel einfacher bei dem ausweichen. Okay, Concentration, Concentration, Concentration. Zack, zack, schön da rangehen, damit auch alle Dinger von der Schrotflinte treffen. Ich hasse ihn, ne? Knochi ist so ein Blödkopf. So, der schießt drei. Ich glaube, er schießt so lange drei, bis er wenig Leben hat. Dann wird er so ein bisschen aggressiv und dann kann er auch mal vier schießen. Aber nein. Ein Hit noch und ich bin tot. Und ich verliere vor allem gerade meine ganzen Münzen. Das ist ja richtig dumm. Scheiße, ey. Okay, Concentration. Bitte kommen Sie nicht hier runter. Nein, nein, böse. Nein, du bist böse. Lass mich in Ruhe. Ja, jetzt schießt er vier. Kacke, das kann ja richtig lange dauern. Oh boy. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte. Bitte stirb, stirb, stirb. Schieß doch noch einmal. Fuck, diese fucking Ladenhemmungen. Oh nein, er wird halt wirklich schneller. Ihh, das ist ja richtig ekelhaft. Bitte. Okay, komm, zwei Hits noch. Okay, drei Hits, vier Hits. Ah! Okay, das war knappi. Aber alles gut, wir kriegen auch recht schön viele Leben wieder dazu. Nein, die beste Fähigkeit von allen. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Ich schub sie nur vor mich her. Nein. Das wäre die Fähigkeit, mit der man schneller angreifen kann in jedem Level. Ah, oh, die wäre so schön gewesen. Wenn du Münzen zurücklässt, verlierst du alle aufgesammelten Münzen. Nee. Verdoppelt die Chance auf mehr erbeutete Herzen. Das klingt sehr gut. Wir gehen natürlich wieder den gelben Weg. Weil den kenne ich wenigstens. Irgendwann muss ich auch mal den roten Weg gehen. Aber das mache ich dann irgendwann, wenn ich nicht so eine komische Challenge mache. Gott, okay. So, letzte Ebene. Na, alles wird verdoppelt. Oh nee. Bitte lass mich doch alle in Ruhe. Okay, Moment. Ich habe keine Leben mehr. Bitte treff mich nicht. Danke. Oh boy. Das ist die letzte Ebene, die wir schaffen müssen. Oh boy, oh boy, oh boy. Das ist alles so knapp hier. Bitte geht alle weg. Und dann können wir unsere Artefakte endlich wieder abgeben. Oh man, was ist das für ein Level hier? Okay, die sind ja richtig ekelhaft. Und sobald wir unsere Artefakte natürlich abgeben könnten, aber irgendwie sieht das gerade wieder schlecht aus. Dann würden wir auf jeden Fall stark werden und wahrscheinlich auch mehr Leben bekommen und sowas. Und ich glaube, die Sachen, die man von der Krähe bekommt, sind sogar besser, je höher der Greed-Level war. Heißt, da wären wir dann richtig geil aufgestellt. Oh boy. Fuck, ja, wenn die mich einmal treffen, bin ich halt tot. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen aufpassen. Ja, ja, ja. Mach du mal, stirbst du an deinen eigenen Kram? Nee, ne? So dumm bist du dann auch nicht. Du siehst zwar sehr, sehr dumm aus, aber ich glaube, so dumm bist du dann doch nicht. Au, danke. Wieso hast du mir kein Leben gegeben? Waffenschaden? Nee. Aber ich gehe gerne in diesen Geheimraum, der hoffentlich... Oh, wer bist du denn? Nicht so böses? Wer will... Ah! Oh!
Hilfe! Okay, er hat mir zumindest 2 Leben gegeben. Mehr macht er nicht. Ich habe mich richtig erschrocken. Plötzlich kam da was aus ihm raus. Okay. Kann man nicht noch irgendwie... Nee, okay. Danke. Das war genau das, was ich brauchte. Geil, wieder alles verdoppelt und wieder keine Leben. Wenn mich ein so ein blaues Viech hittet, bin ich tot. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Ja, danke. Fuck off. Okay, dann wird das anscheinend heute doch nichts. Sorry, Leute, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dieser Folge. Ich muss einfach mal privat ein bisschen spielen und wieder reinkommen. Kann nicht sein, dass mich so ein blaues Kackviech aus der Erde 2-mal hittet. Das ist doch kacke. So schwer kann das aber auch nicht sein, bis zum Verlies einfach dem Typen nichts zu geben. Naja, dann erstmal bis zum nächsten Mal, so kommen wenigstens mehr Videos. Das wird ja vielleicht den einen oder anderen auffreuen, nicht wahr? Und dann, ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.